Hallo Leute, ich begrüße euch nochmal auf der. Warum sind meine Dinger hier weg? Ah, okay. Auf der 142, denn scheinbar dauert das mit den Worts wohl noch alles ein bisschen länger. Allein schon, weil ja die 145 jetzt direkt wieder angekündigt wurde. Weil man da ein bisschen Bockmist gebaut hat bei der 144 und da ein paar großen Bug im LAN hat. Und deswegen dachte ich einfach, ja, bleibe ich noch ein bisschen hier und habe deswegen noch ein bisschen was vor, warum zur Hölle auch die schon wieder nicht zugeht. Und als erstes möchte ich dafür noch was ausprobieren. Wo mir in den Kommentaren gesagt wurde, das soll ich mal machen, das hilft. Und zwar machen wir uns jetzt noch eine Map. Und mir fällt gerade ein, ich sollte wieder auf Normal stellen. Ich werde nämlich zuletzt auf Peaceful, weil ich offscreen noch ein bisschen was gesammelt habe. Und wir brauchen noch ein Item Frame. Wo hängen wir das mal hin? Ich würde sagen, über unser Schlafzimmer. Beziehungsweise über unser Bett im Schlafzimmer. Na, du sollst den hier reinpacken. So. Und man sieht da auf der Map dann. Oh, wie süß. Man sieht dann wirklich als kleinen grünen Punkt, wo die ist. Ist ja geil. Das funktioniert ja wirklich. Die Frage ist jetzt, hilft mir das bei meinen großen Maps? Na, schade. Da wird das leider nicht angezeigt. Aber das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Sache, weswegen wir immer ein Item-Frame jetzt mitnehmen werden. Ich werde die eine Map da auch hängen lassen, einfach weil es gut aussieht. Aber so kann man, wenn man sich dann verlaufen hat, hier noch einiges nachgucken, denke ich mal. Könnte hilfreich werden. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es sieht cool aus, wie der grüne Punkt schon vorher zu sehen ist. Und das dann langsam sichtbar wird. Das gefällt mir. Da sieht man hier unser so geplanten Gebäude. Strom ist jetzt ja schon an, da bin ich noch am Warten, auf dass da ein bisschen was zusammenbekommt. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen umgestellt, wie man vielleicht schon gesehen hat. Den Recycler, den habe ich nach unten gepackt, der Extractor ist jetzt hier an der Seite. So ist die MFI-Einheit hier noch drin und ist auch genug drin, dass wir unser Lab-Pack mal wieder auffüllen können. Und dann halt hier ein bisschen weiter und der Recycler ist eine Ebene nach unten gewandert, den habe ich hier hingepackt, der kann uns dann ab und zu mal Scrap machen. Außerdem habe ich mich schon hingestellt und habe hier noch was vorbereitet hierfür. Ich denke, da werde ich auch einfach noch was vorbereiten. Sagt mein Plan für Netherrack und so noch ein paar mehr Fässer. Aber was wir vorher machen, ist, dass wir jetzt erstmal mit Pete anfangen. Da habe ich jetzt nicht endlich mal Bock drauf. Und danach werden dann wahrscheinlich die Logistikpipes eingerichtet, wenn Red Power noch weiter auf sich warten lässt. Aber da haben wir den hier schon mal wieder voll. Gut, hat uns natürlich viel Saft gekostet. Aber wir haben jetzt ja quasi hier kostenlose Energieerzeugung. Und was wir jetzt brauchen, wie hieß das denn noch? War das irgendwie sowas? Monitor wohl eher nicht. Was ist das denn? Ah, Thermic Fabricator, das müsste das sein. Genau, dafür brauchen wir Gold, Glas, eine Truhe und eine Sturdy Machine. Für die Sturdy Machine brauchen wir Bronze. Oder hatte ich da nicht sogar welche gemacht? Genau, ein paar mehr. Naja, das muss ich falsch haben. Aber da können wir schon mal ein paar machen. Denn Bronze werden wir eh noch häufiger brauchen. Vier davon. Drei davon. Und haben wir zufällig keine Truhe? Da muss ich mir eben eine machen. Können wir uns damit hinstellen und den schon mal aufbauen. Beziehungsweise bevor ich das mache, habe ich zum einen noch einen zu viel davon mitgenommen und zum anderen sollte ich mir erst meine Sturdy Machines machen. Weil dann einfach welche auf Vorrat gemacht, denn die werden wir eh häufiger nochmal brauchen. Fabricator, sehr schön. Den müssen wir jetzt unten schon mal an Strom anschließen. Ich weiß, dass ich schon mal Redstone mitnehmen werde und ich glaube, kommen wir zurück, Glas werde ich auch brauchen. Für den Rest muss ich dann hinterher mal schauen. Na, packt euch mal dahin, da finde ich euch auch wieder so. Hier an unseren Energieanschluss ist die Frage, zum einen, warum kommt der Energie an? Ohne Dockrat, ja, das hilft mir nicht. Ich hatte gehofft, dass ich mir die Rezepte hier anzeigen lassen kann, sonst muss ich dann nicht mal NEI benutzen, weil ich weiß, dass der Craft Guide das nicht kann.
Was ein bisschen schade ist. Für diese Dinger hier. Aha. Da braucht man also doch gar kein Glas, sondern einfach nur die Basisform. Und dann Redstone drumherum. Okay. Ich disablen wir schon mal wieder. Und jetzt ist die Frage, welche wir dann so brauchen für die Peat Bug. Und zwar, der Peat Bug braucht Kupferne. Und das Small Circuit Board müssen wir gleich noch machen, ja. Forester, ne? Forester hilft mir an der Stelle nicht. Peat Bug und Turbury. War das eine Turbury? Ich glaube, ja. Braucht Zinn. Also aus Kupfer und Zinn können wir uns schon mal welche machen. Ich glaube, ich werde mir hier noch ein paar mehr Truhen eigentlich einrichten müssen. Mit verschiedenen, also verschiedene Sachen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Dass ich mir zum Beispiel eine extra Forestry-Truhe hier hinstelle, wo ich dann halt meinen ganzen Forestry-Kram drin habe, weil ich glaube, das wird hier zu voll. Übrigens, hier ist das mächtige Schwert, das ich kürzlich mal angesprochen habe. So, was habe ich jetzt gesagt? Zinn. Haben wir zum Glück so viel von. Und Kupfer brauchen wir doch nicht ganz so viel. Vielleicht mache ich da ans Ende mal Truhen, in die ich gezielt Sachen lagere aus einzelnen Mods. So, das müsste es ja sein. Oder funktioniert es mit den Zinn-Ingots noch nicht? Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall können wir da schon mal ein bisschen Saft geben. Weil du voll bist. Ah, es kann natürlich sein. Habe ich meine Ranch dabei? Ja, ich muss der hier natürlich noch sagen, dass hier Saft rein soll. So. Kommt der hier auch an? Es kann sein, dass das mit den Zinn-Ingots nicht geht. Das ist gut möglich, deswegen. Machen wir uns hier mal einen Zinn-Block. Mit etwas Glück hilft das. Dass man das nämlich dadurch einfach einmal umwandelt. Na, ihr dürftet spontan. Doch, ihr seid noch genug für einen. So, und dann kriegen wir das Zinn da wieder raus. Dann probieren wir das mal hier mit, ob er das damit dann hinbekommt. Pulverizer, Shapecrafting, Zinn und Redstone. Ah, und da muss Glas oder Sand oben rein. Ah, das ist mein Fehler. Deswegen hatte ich doch in Erinnerung, dass ich das irgendwo für brauchte. Aber er stellt sich hier scheinbar nicht hin und lädt vernünftig nach. Was ein bisschen schade ist. Und der Saft, den wir ihm geben, ist eigentlich viel zu viel. Das heißt, wir können es mal hinstellen, können hier schon mal wieder ein bisschen runtergehen. Mal gucken, ob das mit dem Kupfer auch geht. Ja, machen wir uns davon auch direkt ein paar. Sagen, ihr stapelt euch auch noch. Bis dahin ist nicht das Problem. So, Saft wieder aus. Den können wir eigentlich auch damit drin lassen. Ja, den wir wahrscheinlich eh nochmal brauchen. Und jetzt muss ich nochmal glatt schauen. Wahrscheinlich muss ich dafür wieder NEI benutzen, wenn man diesen hübschen kleinen Circuit macht. Also wo drin man den macht? Im Carpenter machte man den. Mit Redstone und dann in der Mitte Zinn. Okay. Einen Carpenter habe ich hier gerade gar nicht angeschlossen, glaube ich, aber wir haben einen da. Deswegen packen wir den mal hier daneben. Einstellung von dem Ding ist richtig. Wir brauchen aber noch mehr Redstone, deutlich mehr. Was aber an sich auch nicht schlecht ist, denn dort werden wir wohl noch verbrauchen. Und Zinn hatte ich gesagt. Ja, das ist Zinn, sehr gut. Dann können wir uns gleich schon mal unsere erste Peat-Produktion hier aufbauen. Jetzt ist gerade die Frage, wie rum das ging. Hier war es, glaube ich, jetzt gerade so rum. Können da wahrscheinlich auch schon mal Saft reingeben, aber ich muss nochmal bei NEI nachgucken. Was der noch braucht, er braucht nämlich Flüssigkeit. Ja, das hatte ich befürchtet. So, wir haben hier doch gerade Zinn, ne? Und irgendwo werde ich hier sicherlich eine Wasserquelle in der Nähe auftreiben können. Uns einfach ein paar Zellen. Man könnte auch die Cans machen. Die verbrauchen halt in dem Sinne dann weniger. Ich glaube, ich muss aber
hinten raus für die nächste Wasserquelle. Ich habe hier noch keine endlose Wasserquelle mehr hingesetzt. Das heißt, wir müssen mal vorne zum Meer. Das heißt, zum Fluss ist das ja. Würde mich auch interessieren, ob der Chunk dazu Fluss heißt, weil das hier ist ja mit Forest recht eindeutig. Ob das hier auch ein River ist? Sieht wohl eher nicht so aus. So, laden wir uns das mal eben voll. Geht zum Glück ja immer noch so gut. Ich hätte mich jetzt auch hinstellen können, Wasser per Leitung in den Carpenter tun können, denn da wird ja häufiger noch welches brauchen. Aber das ist mir gerade ein bisschen zu aufwendig. Da werden wir wahrscheinlich hinter über Pipes welche Zellen mit Wasser befüllen. Es gibt ja noch über Honig, die Wax-Capsules, genug Möglichkeiten, da an Zellen ranzukommen. Solange man den ganzen Honig nicht verbraucht, um Bienen zu erforschen. Was bei mir wahrscheinlich wieder der Fall sein wird. So. Die hübschen Wasserzellen. Ich werde jetzt gerade überlegen, ob die einen EMC-Wert haben, aber EMC-Werte gibt es ja gar nicht mehr, sonst hätte mich das nämlich aus reiner Neugier mal interessiert. So. Man sieht schon, er fängt dort für an. Er braucht jetzt aber auch wieder Saft. Na komm, gib mich den hier. Können wir uns nämlich auch davon direkt mehrere machen. Wenn er die hat, können wir gleich sogar ein bisschen mehr bepowern. So ein Carpenter dürfte recht viel fressen können. Das einzige Nachteil ist, dass man die Dinger nicht nicht stacken kann. Wir machen uns noch einen davon, weil ich hatte ja gerade die Idee angesprochen, dann neue Kisten zu machen für die verschiedenen Mods. Der hat wahrscheinlich noch ganz, ganz viel Saft über. Aber wir lassen das jetzt mal so. Denn irgendwann wird er gleich aufhören und warten, denke ich. Ja. Nur in Inventory Space. Damit können wir ihn erstmal abhalten, weiterzuarbeiten. Und dann nehmen wir uns hier mal. Wir haben ja reichlich Kupfertruhen. Davon brauchen wir eine. Oh Gott, und hier hängt das Spiel gerade schon wieder so ein bisschen, obwohl mir hier eine flüssige FPS-Zahl angezeigt wird. Das ist immer sehr komisch. Dann machen wir uns hier hinten erstmal Mod-Truhen hin. Für verschiedene Sachen, die wir da verwenden werden. Und da packen wir nämlich den Electric Circuit rein, dass ich mir hinter hier meine Sachen markieren kann. Und jetzt. Turbury haben wir da schon mal. Sturdy Machine. Werden wir wahrscheinlich für die zweite auch brauchen. Und ein bisschen Glas. Und was war unten? Die Zelle, genau. Erstmal mit Kupfer. Mit Zinn, das dürfte dann die Turbary geben. Genau. Wenn ich das gleiche jetzt nochmal mit Kupfer mache, müsste mir das einen die Peatbock geben. Genau. Das Glas lassen wir mal wieder hier. Und den anderen Kram packen wir dann nämlich erstmal hier hinten rein. So schön. Wird das auch hier, werde ich mir wahrscheinlich mal für, beziehungsweise ich werde mir jetzt schon mal für Railpower oder Railcraft eine Truhe da hinsetzen. Weil da haben wir auch schon einiges an Zeug zusammen und ich könnte euch auch für Buildcraft eine dahin tun und eine für Industrial Craft. Kann ich so was wie Batterien da einlagern und so, dass ich das Zeug immer nur dann raushole, wenn ich es auch wirklich brauche. Ja. Dann brauchen wir dementsprechend 3 Item Frames. Und wir brauchen für Railcraft auf jeden Fall was zum Markieren. Ich guck mal, ob man da eine Clear Seed Bottle reintun kann. Ja, kann man. Gut, verschwenden wir eine Clear Seed Bottle, aber das ist ja nicht so wild. Hier packen wir eine Batterie rein. Und da nehmen wir einfach... Ups, teilweise backt das hier noch ein bisschen von der Engine rein. Und denke ich, kann man recht gut erkennen, was wie zusammengehört. Haben dann nämlich hier unsere Resttruhe ein bisschen geordnet. Die Tracks lasse ich da wohl drin. Aber sowas hier alles, was ja doch alles Railcraft ist, kommt da raus. Der Iron Furnace kann zu was anderem rüber. Für das Forcium haben wir noch, Forcitium haben wir noch nichts, aber das ist aber nicht so wichtig. Da ich da noch nicht so viel von habe, beziehungsweise halt nur das eine Material, das kann wohl da drin bleiben. So, jetzt kann man hier mal ein bisschen sortieren. Vielleicht kann man den auch so. Ah, das ist mir einfach so. Bei dir dürfte das überflüssig sein. So.
Jetzt habe ich natürlich die wichtigsten. Also ich könnte Engines und sowas könnte ich auch darüber tun, aber ich denke, die möchte ich hier in der Truhe behalten, denn die brauchen wir noch häufiger. In dem Fall hier nehmen wir uns mal Stirling Engines mit. Und ein paar Pipes. Stone Cobblestone, habe ich ja noch Stone Pipes? Scheinbar nicht. Nehmen wir die noch mit. Vielleicht den restlichen Schalter sicherheitshalber. Und um die zu betreiben, natürlich, könnte ich mal probieren, ob die auch mit Holzkohle funktionieren. Wäre vielleicht eine Idee wert. So, dann gehen wir mal hier rein, weil hier soll das ja hinkommen. Mir fällt dann gerade nur ein, dass ich vergessen habe. Peatbug war der zum Platzieren, ne? Ja, und die Turbary kann daneben. Dass ich vergessen habe, dass ich dafür sinnvollerweise erstmal dieses Malch, nein, nicht, wie hieß das? Das hier, Bug Earth, genau. Das war's. Brauche, und dafür brauchen wir dann auch wieder einen, entweder hier oder im Carpenter ein Rezept. Und ich glaube, wir nehmen das Rezept im Carpenter. Das ist hier natürlich nicht drin, da müssen wir dann mal wieder in die AI zurate ziehen. Ist ein bisschen schade, dass das mit Forestry zusammen nicht klappt. Und hier haben wir das Carpenter-Rezept. Da muss dann auch Wasser mit rein. Ich überlege gerade, was mir das für einen Vorteil bringen soll, das zu verwenden. Created Bug Earth. Aha. Nein, das will ich nicht. Ich überlege gerade, ob mir das echt einen Vorteil bringt, da... Ja, ich kann das dann quasi automatisieren, indem ich das Wasser in den Carpenter leite. Bis dahin bringt mir das aber eigentlich gar nicht viel. Aber wir werden dafür Sand und Dreck brauchen. Ich habe eine AI, glaube ich, angelassen. Machen wir wieder aus. Sand und Dreck brauchen. Dreck habe ich schon hier unten. Sand wird wahrscheinlich auch irgendwann sein Barrel bekommen. Wir hätten hier noch ein bisschen Platz. Ne? Dann könnte ich mir das mit dem Carpenter soweit automatisieren. Wie hieß das Ding denn nochmal? Accumulator, genau. Machine Frame, Pneumatic Servos mit Eisen, Redstone. Eisen, Redstone und Glas, genau. Können wir uns damit nämlich hinstellen. Ja, ein Redstone, das glaube ich, und zwei Eisen und zwei Glas und können und dann damit dann eine Wasserversorgung für den Carpenter holen. Machine Frame werden wir eh brauchen und zwei Glas. Nein, erstmal machen wir unsere Servos. Dann muss ich da nämlich nicht immer Zellen oder Kapseln für verwenden, sondern kann das erstmal damit machen. Wenn ich den später nochmal woanders aufbaue, lässt sich das dann verwenden. Aber bis dahin geht das hoffentlich auch so. Ein Eimer brauche ich, nochmal zwei Glas und zwei Zinn. Eimer brauche ich, zwei Glas und zwei Zinn. Das heißt, wir nehmen uns... Ich glaube, der Zinneimer funktioniert nicht mehr. Das würde mich gerade mal interessieren. Doch, funktioniert noch sehr angenehm. Können wir nämlich im Endeffekt ein bisschen Eisen sparen, indem wir stattdessen Zinn verwenden für Eimer. So. Und dann machen wir das nämlich so, dass ich hier... Ja, den Dreck wollte ich da vorbei, doch, das ist okay. Ah, das ist dann... Eine Pipe neben ist, wobei doch, das kann mir egal sein. Wir brauchen nur... Ist da noch was durch? Nein, sehr schön. Das heißt, ich brauche noch mehr Stone Bricks, um mir das wieder zuzubauen. Dann kommt nämlich da quasi die kleine Stelle hin, wo der direkt drunter kommt. So. Mittlerweile haben wir auch wieder ein bisschen Steine auf Vorrat, nur bei den Cobblestones sieht das schlechter aus. Als das da hinten noch weg. Ist mir egal, ob man dann von draußen da ein paar Steine sieht. Zur Not muss ich da was drüber pflanzen. Aber so können wir uns hinstellen. Den dort drunter. Und nach oben ist auch automatisch ein Ausgang. Das heißt, er gibt sein Wasser, das er findet, automatisch weg. Das ist jetzt natürlich noch nicht viel, aber so wird das gleich mehr.
Man sieht schon, da steigt es bei ihm. Ich würde den gerne abbrechen. Hallo. Jetzt sag nicht, du willst das Ding zu Ende bauen. Dann nehmen wir dir das Material raus. Geben ihm dann halt ein bisschen Energie. Holen uns währenddessen schon mal... währenddessen packen wir erstmal hier ein bisschen wieder Zeug beiseite. Gerade hochgehen. Wo sind die halt... Achso, die habe ich jetzt da drin gelassen. Ha. Das war nicht so klug. Aber die Stormbricks kann ich schon mal wegräumen. Und dann muss ich einmal nach unten meinen Mulch holen. Da haben wir zum Glück mittlerweile reichlich was auf Vorrat. Und er arbeitet auch noch. Ja, sehr schön. Ich glaube, das Zinn und das Kupfer lasse ich, das Zinn und den Redstone lasse ich erstmal da und die anderen Dinger nehme ich da auch schon mal mit raus. Ah, ich kann hier überschreiben. So funktioniert das. Okay, weiß ich Bescheid. Ich hätte den einfach gerne da weg gehabt, aber so funktioniert es natürlich auch. Dann können wir das wieder einräumen und uns dann noch Sand holen. Hier ist ein Blitz, glaube ich, in irgendwas eingeschlagen. Ich hoffe, mir geht hier nichts kaputt. Was eine Truhe erwischen, so. Zwischendurch auch mal, oh Gott, ja, ich stelle mich gerade mal ein Bild auf die Uhr fest, dass wir hier schon wieder verdammt lange dran sitzen in dem Part. Das kommt vom vielen Hin- und Herbasteln. Da vergisst man glatt, wie viel Zeit man damit zubringt. So, ich hatte hier das Symbol übrigens nochmal umgetauscht, dass da jetzt Glas zu sehen ist, denn wahrscheinlich werde ich den Sand irgendwann auch nach unten verlagern, habe ich ja gerade schon gesagt. Dann passt mir das besser so. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Du musst in die Mitte und ich glaube, die Erde muss so. Der Sand so, ja. Und dann kriegen wir da nämlich direkt unsere Backearth. Wir müssen dann zwischendurch mal ein bisschen auffüllen, das sollte aber nicht so das Problem sein. Vor allen Dingen Dreck kriegen wir ja vom Turbury selbst immer wieder. Nicht vom Turbury, sondern vom Peatbug. Da können wir uns auch schon mal hinstellen, da das hier in der Nähe ist, das direkt aufbauen. Und direkt mal die Engine dafür anwerfen. Braucht natürlich ein bisschen, bis sie warm wird. Und so eine Stirling-Engine ist auch nicht so effektiv. Da wird hinter eine Peat-Fired-Engine hinkommen. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal Peat, damit sich das dann quasi selbst betreiben kann. Hier muss ich jetzt mal ein bisschen nebensitzen, weil ich möchte das ganze Bug-Earth-Verfahren. Wobei ich könnte mich auch hinstellen und das hinter nach unten verlagern und auch mit einer Peat-Fired-Engine wieder betreiben. Das geht natürlich technisch gesehen auch wohl, aber praktisch finde ich das nicht unbedingt so cool, weil das von der Abstimmung her halt nicht so gut funktioniert. Da muss man dann mal, vielleicht kann ich mich mal hinstellen, wenn ich Red Power drin habe, dann irgendwann das ein bisschen abstellen, dass Red Power das oder mit Logistikpipes das dann versorgt wird. Das könnte technisch funktionieren. Aber erstmal brauchen wir jetzt einen guten Satz Bug Earth. So. Jetzt dürfte tendenziell noch was in Reserve haben. Das drehen wir ihn schon mal wieder runter. Und geben die Bug Earth hier rein. Und hoffen einfach mal, dass er jetzt gleich anfängt aufzubauen. Weil eigentlich müsste er das. Außer ich habe mich total vertan. Aber das wäre ziemlich ärgerlich. Es kann auch sein, dass ihm erstmal noch ein bisschen Energie dafür fehlt. Nehmen wir uns mal hin. Na. Hey, du Schalter, ich will dich aber nicht den Untergrund dahinter kaputt machen. So, geben wir ein bisschen mehr Saft. Und hier hat er gerade schon irgendwo was abgebaut. Oder warum liegt da ein Zaun? Es kann sein, dass der den weggemacht hat dabei. Das ist so ein bisschen das Risiko hier dran. Mhm. Ich werde den jetzt mal offscreen ein bisschen laufen lassen. Und dann sehen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und ich sehe schon, er baut das hier auch ab. Uncool. Aber es funktioniert. Ja, dann lassen wir ihn mal durchlaufen. Und morgen sehen wir uns dann wieder und gucken mal, wie weit er das macht, wie ich dann hier wieder eine Verbindung aufbauen kann. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.